Es sind neue Schweinchen eingetroffen, sogenannte Läufer, dem Ferkelstatus schon entwachsen. Sie sind zur Schlachtung vorgesehen, leben hier jedoch weitaus länger als in der Massentierhaltung, bekommen mehr Platz und vor Ort angebautes Futter. Verkauft wird ihr Fleisch unter anderem im Hofladen am Mühlenblick, die zentrale Anlaufstelle für Kunden der gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten GmbH am Standort Woldeck. Keine 100 Meter entfernt ist die Fleischerei, also kurze Transportwege, oder gehen ihn selber zur Fleischerei, haben eine individuelle Schlachtung und auch eine individuelle Zerlegung, bestimmte besondere Zuschnitte in der Fleischerei, und der Weg dann in den Hofladen, in die Küche, sind dann auch direkt dran an der Fleischerei, und ja, denke mal schon, dass wir hier den regionalen Gedanken recht gut verfolgen können mit der Fleischwurst. In Woldeck wachsen nicht nur Schweine auf, sondern auch Kaninchen, Schafe oder Hühner. Dazu wird hier auch Ackerbau betrieben und Holz zu handlichen Kaminscheiten verarbeitet. Ein Angebot, das vor allem Kaminbesitzer sehr zu schätzen wissen. Großeinsatz in der hauseigenen Fleischerei. Personal und Beschäftigte kümmern sich gemeinsam um die Verarbeitung des frisch geschlachteten Fleisches. Mit sicherer Hand und schnellem Schnitt zerlegt Enrico Held die Schweinehälften in ihre Einzelteile. Seit 2012 ist er bei der GWW beschäftigt. Was mir gefällt, ist der Zusammenhalt. Schwächere helfen Schwächere, also das ist schon ganz gut. Und ich habe das mal gelernt, aber ich bin krank halt. Und für mich ist das gut und für meine Gesundheit. Neben Kotelett und Co. entstehen hier in der Fleischerei auch sehr begehrte Wurstspezialitäten, die ihre Fans in weitem Umkreis haben. Der sogenannte Woldecker Lümmel entspringt einer Spezialrezeptur, die wie ein Schatz gehütet wird. Der Woldecker Lümmel, der ist sehr nachgefragt, den gibt es in der Umgebung nicht so oft, und da produzieren wir schon ein paar hundert Kilo die Woche. Darüber hinaus kommen die in der Fleischerei erzeugten Produkte auch in der Großküche zum Einsatz. 1000 Essen und mehr werden von hier aus an die Kundschaft geliefert. Das Essen geht an Kindertagesstätten, Schulen, Privatpersonen, an unsere eigenen Werkstätten, also bis nach Eggesinhof, Torgelow, Pasewalk und in der Stadt Woldeck an Rentner und Firmen. Es sind jedoch nicht nur Fleischerzeugnisse, die für die Großküche vor Ort produziert werden. Gemüse, Getreide und Kartoffeln ergänzen das Angebot. Letztere in rauen Mengen, die gereinigt und geschält werden müssen. Natürlich sind auch diese Produkte im Hofladen erhältlich. Dazu frischer Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen. Holger Michaelis hat auch bei verstärktem Kundenandrang alles unter Kontrolle. Für ihn ist seine Tätigkeit mehr als nur ein Broterwerb. Das Arbeit macht mir Spaß. Und das weniger als zu Hause sitzen. Manche sitzen auch gerne zu Hause so viel, ne? Keine Arbeit. Ich bin froh, damit ich hier Arbeit habe. Wenn du bist, an Werkstätten. Ja. Hinter den Kulissen haben Marcel Wagner und Marc Herrmann mit der Nachschubproduktion des Kuchens begonnen. Für Marcel Wagner reine Routine. Für seinen Assistenten noch ungewohnt, denn Marc ist erst seit 4 Wochen im Hofladen beschäftigt. Sonst bin ich ja eigentlich immer in der Großküche, aber jetzt bin ich schon 4 Wochen hier und macht doch Spaß. Und würde gerne in der GWW weiterarbeiten. Auf jeden Fall ist das schon mal besser als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Weil ich war jetzt 2 Jahre zu Hause arbeitslos gewesen. Und dann bin ich hierher gekommen in der Werkstatt und ja, macht Spaß. Leute sind gut, Betreuer sind auch gut alle. Ja, perfekt. Auch andere Beschäftigte arbeiten ungestört von Kundschaft am Nachschub für den Hofladen. Im Kreativbereich oder in der Töpferei entstehen raffinierte, fein gearbeitete Kunstwerke. Modellieren mit Ton kann offenbar nur in meditativer Atmosphäre gelingen. Hier herrscht eine Stille, bei der man eine Stecknadel fallen hören könnte. Alles schön ruhig, entspannt und alles wunderbar, finde ich besser. Weil schnell geht nicht, weil dann kommen Fehler und dann sieht auch nicht schön aus. Schön aussehen muss es natürlich, damit es im Hofladen einem Kunden ins Auge fällt und schließlich mit nach Hause wandert. Das sehenswerte Sortiment aus Eigenproduktion wird durch regionale Spezialitäten anderer Hersteller ergänzt. Eine Produktmischung, die sich weithin einen Namen gemacht hat und zahlreiche Stammkunden anspricht. Nachhaltig produziert mit dem Gütesiegel 100% Leidenschaft.